Hallo, guten Morgen. Morgen. Zweiter Tag in Schladming. Wir haben jetzt in Ruhe gefrühstückt, hatten wieder eine sehr ruhige Nacht. Gestern hat es noch ordentlich geregnet. Wir wollen heute mal die nächste Seilbahn ausprobieren. Tanken jetzt noch ein bisschen die Wassertanks auf und fahren dann mit den Fahrrädern zur nächsten Seilbahn. Und von dort aus melden wir uns dann wieder. Seid mal gespannt. Wir sind es auch. Jetzt hochgefahren mit der Hochwurzenbahn auf 1852 Meter, also eine ähnliche Höhe wie gestern auf der Planei. Der Vollständigkeit halber, der Weg mit dem Fahrrad zur Talstation waren ungefähr 6 Kilometer, davon rund 5 Kilometer stramm bergauf. Also mit E-Bikes war das gut, aber selbst da musste man ganz schön treten. Wer jetzt mit dem Rennrad unterwegs ist, für den ist es wahrscheinlich eine schöne Übungseinheit. Mit normalen Fahrrädern für, ich sag mal, Leute wie uns Flachland-Tiroler eigentlich eher nicht. Dann kann man aber vom von Schladming aus auch mit dem Bus herfahren. Das ist dann eher zu empfehlen, also wer keine E-Bikes bei hat. Die Busse sind auch in der Sommercard inkludiert. Die gehen in viele Richtungen, also da werden wir vielleicht noch mal genauer drauf eingehen. Ja. Am Campingplatz dann, ja. Ja, es ist schon ein ganz schöner Ritt gewesen hier hoch. Ja, ja. Allerdings von hier oben, die Aussicht ist natürlich grandios. Hier hinter uns schaut man wieder auf dieses Dachsteinmassiv. Ja, was jetzt hier oben so zu erwandern ist, haben wir uns eigentlich noch gar nicht so richtig schlau gemacht. Wir gucken jetzt mal, was die Wegweiser so hergeben. Ja, und melden uns dann wieder. Ich habe mich schon schlau gemacht. Du hast dich schon schlau gemacht? Wir gehen den Bankerlweg. Okay. Ein Panoramaweg hier oben auf dem Hochwurzen. Und der ist ja von der Zeit her ganz gut überschaubar. Den werden wir jetzt gehen. Ich beschließe das mal so. Wir nehmen euch mit. So, hier am Hochwurz gibt es die Möglichkeit, mit Go-Karts wieder bergab zu fahren. Ihr seht hier diesen breiteren Fahrweg. Und ja, man kann unten an der Talstation sich Tickets besorgen, auch mit dieser Sommercard. Ich glaube, da ist dann ein bisschen der Preis gesenkt für diese Abfahrt. Das hier ist gerade eine Schulklasse gewesen, die sich hier ihren Spaß machen. Und ja, ich glaube, für Kinder auch eine schöne Sache. Und eine schöne willkommene Abwechslung mal zum Wandern. Jo. Ich glaube, die Kinder müssen 1,45 groß sein, das habe ich noch gelesen. Dann dürfen sie alleine unter Aufsicht mit Erwachsenen dieses Go-Kart fahren. Ansonsten, glaube ich, kann man das auch zu zweit benutzen. Ja. Ja, wie gesagt, wir befinden uns hier auf dem Bankerlweg. Das ist ein Weg, der sich ungefähr eine Stunde über so einen Schotterweg erstreckt, relativ eben. Die Höhenmeter sollen 120 Meter betragen, Auf- und Abstieg. Immer wieder hat man schöne Ausblicke auf die Tauern. Das ist, glaube ich, ganz schön. Also ich denke mal, für jedermann zu bewältigen, nicht ganz so schwer. So ein schöner Weg. Bisschen schattig, bisschen sonnig, von allem was dabei. Und wir gehen mal weiter, bis sich was Neues Interessantes findet. So, kaum 10 Meter weiter gelaufen, werde ich des Lügens gestraft. Also es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal den Hochwurzen-Bankelweg als Schotterweg, der sich ungefähr 45 Minuten erstreckt. Und es gibt den Weg Hochwurzenbankelweg, mehr als Stiege durch den Wald, und das sind dann aber nur 15 Minuten. Wir überlegen jetzt, was wir machen. Vielleicht ist es aber auch ein Rundweg, das habe ich jetzt gerade so nebenbei erfahren, dass wir jetzt erstmal hier weiterlaufen und dann nachher ringsrum hier wieder ankommen. Kann auch sein. Wir werden es sehen. Ja, hochalpine Wege sucht man hier vergebens. Also es ist eher wirklich seichtes Wandergebiet. Eigentlich für alle gut zu schaffen, die einigermaßen noch zu Fuß sind. Ja,
ja, für uns zum Einstimmen, das ist ja erst der zweite Tag in den Bergen, ganz okay. Ja, nichts Spektakuläres, aber immer wieder schöne Aussichten und viele Bänke, wie der Bankerlweg ja auch verspricht. Wie ihr seht, haben sich der Wald jetzt doch noch mal, oder der Weg sich jetzt doch noch mal ein bisschen verändert. Also er führt jetzt mehr durch den Wald. Es wird eher ein kleiner Pfad so langsam. Geht auch mal über Stock und über Wurzeln. Und hier hinauf geht dann ein Wanderweg weiter zum Rossfeld und Guschen und Giglachsee, Ursprungsalm auch. Wir gehen aber jetzt rechts weiter, den großen Hochwurzen-Rundweg, 35 Minuten. So. Ja, das hat sich hier doch ganz nett noch entwickelt. Es ging so ein bisschen durch den Wald und immer ein bisschen hoch und runter. Und immer wieder schöne Sitzgelegenheiten mit tollen Ausblicken. So wie jetzt auch hier. Da kann man so ein bisschen die Bergwelt genießen. Gleich mal die älteren Damen da auch mit aufnehmen, die sich hier auch ganz tapfer hoch wandern. Auf dem Rückweg sind wir jetzt doch in den kleinen Steig eingebogen und dieser Weg entwickelt sich so langsam nach unserem Geschmack. Hier kommen schon ein paar Stufen dazu. Es ging ein bisschen steiler bergan. Aber man kann als Alternative trotzdem den Schotterweg unten lang laufen, wenn man jetzt nicht ganz so gut zu Fuß ist oder einfach nur gemütlich gehen will. Ihr hört, ich bin mittlerweile schon mächtig aus der Puste, also das fordert hier schon ein bisschen. Wir sind jetzt über den kleinen Steig, über den Waldsteig hier oben angekommen am kleinen Hochwurzen. Da habt ihr jetzt nochmal einen Blick auf das Hochwurzenhaus oder die Hochwurzenhütte und die Bergstation der Hochwurzenbahn. Und nebenbei seht ihr noch die Go-Kart-Racer, die sich jetzt auf dem Weg nach unten machen. Also ich denke, das ist ein Heidenspaß für den, der da ein bisschen abenteuerlich unterwegs sein möchte. Ja, ansonsten gibt es hier oben eine wunderschöne Aussicht auf das Dachsteinmassiv, was sich leider immer noch ein bisschen in Sahara-Staub hüllt. Und hier oben ein ganz niedliches, kleines, süßes Gipfelkreuz. Und mich. Oh, und Sven. So, Gott sei Dank, bei diesen Blattelkrapfen gab es eine Bedienungsanleitung dazu. Man nimmt also Kartoffeln, verteilt die auf diesem Krapfen, zerquetscht die dann. Streut dann von dem steirischen Graukäse darüber. Der ist ordentlich würzig. Und dann nimmt man von dem Sauerkraut, verteilt das da auch noch drauf. Und dann rollt man das Ganze und isst es wie, ja, keine Ahnung, steirisch Pita oder keine Ahnung, wie man es nennt. Tapas auf steirisch. Thank you.
Nachdem wir uns auf der Hochwurzenhütte ein bisschen gestärkt haben und es noch früh am Nachmittag war, haben wir uns noch mal auf die Räder geschwungen. Wir sind jetzt in eines der Seitentäler hier reingefahren. Das nennt sich hier dieses ganze Gebiet Wilde Wasser. Es erstreckt sich über einige Kilometer. Man sieht hier im Hintergrund, warum das so ist. Hier sind jede Menge Bachläufe. Die ganze Gegend hier ist jetzt etwas ländlicher, nicht mehr so geprägt von diesen Skilüften und so weiter. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da hinten, so jetzt kommen hier die ersten Kühe langsam auf den Weiden. Also ein bisschen Österreich, wie wir uns das vorstellen. Wobei das mit den Lüften auch eine schöne Sache ist. Wie weit wir jetzt hier kommen, müssen wir mal gucken, was die Akkus hergeben. Ja, das war schon mal ein sehr schöner Weg hier rauf zu den, wie heißt das hier, die Wasserfälle? Riesenfall. Ja, riesige Wasserfälle, jedenfalls. Eine wunderbare Natur hier. Ich glaube, allein in diesem Tal könnte man wahrscheinlich eine Woche Urlaub verbringen. Aber leider, überall stehen Verbotsschilder, also Campen strengstens verboten. Wenn man hier jetzt reinfährt, so wie wir mit den Rädern, kann man natürlich trotzdem hier einen schönen Tag verbringen. Von der Natur her echt der Knaller. Hier kann man mit dem Bus reinfahren, mal wieder. Genau. Und auch bis zu den letzten Stationen hier. Und da gehen viele verschiedene Wanderwege jetzt ab zu einzelnen Almen und bis zum Riesachsee, so heißt das nämlich. Ah, das ist der Riesacher Wasserfall, so genau. Man hört ihn, glaube ich, schon. Ja. Aber von hier aus bis zum Riesachsee sind es noch mal eine Stunde. Also es ist wirklich anspruchsvoll. Anspruchsvoll, und man muss wahrscheinlich wirklich nicht so wie wir erst am frühen Nachmittag starten, sondern ja gleich früh hierher. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben oben den Tipp bekommen, den Rückweg durch die Talbachklamm zu nehmen. Das wäre viel schöner und kürzer. Und ja, also kann man so bestätigen. Seht man selber. Ich weiß nicht, ob man es noch verstehen kann, aber das war auf jeden Fall mal ein richtig guter Tipp.